was hast du für ein Ziel? Was willst du mal werden? Fußballerin. Ja? Ich habe mit ungefähr 4, 5 Jahren angefangen, Fußball zu spielen. So ungefähr bis ich 10, 11 Jahre alt gewesen bin, war ich eigentlich nur unter Jungs. Das war für mich eigentlich echt überhaupt kein Problem, zumal ich mich mit den Mädels dann auch gut verstanden habe. Ich habe mich nie irgendwie anders vielleicht schon wahrgenommen, aber nicht als Außenseiterin, gar nicht. Also ich bin froh, dass ich da in einem Umfeld war, ja, wo ich einfach total akzeptiert worden bin. Gleichberechtigung ist ein ziemlich schwieriges Thema, vor allem im Fußball. Ich finde einfach, man muss davon wegkommen, den Männerfußball mit dem Frauenfußball vergleichen zu wollen, weil das einfach nicht realistisch ist. Die Männer sind allein von der Genetik her ganz anders aufgebaut als wir Frauen. Und von daher muss man das Spiel von Frauen einfach ein bisschen mit anderen Augen sehen, aber es trotzdem wertschätzen. Darum geht es uns eigentlich nur. Wir streben nicht nach viel Geld oder sowas, sondern wir wollen einfach nur, dass man uns beachtet, dass man unsere Leistung anerkennt, weil wir genauso viel trainieren und Gas geben und Zeit investieren, wie die Männer es auch tun. Wenn ich besser sein will als alle anderen, dann muss ich auch mehr machen als alle anderen. Es hat schon früh angefangen, wo ich immer dachte, okay, ich habe da ein Defizit, daran muss ich arbeiten. Wenn man regelmäßig einfach immer wieder sich dazu motivieren kann, ein bisschen mehr zu machen, dann ja, es ist wie so ein Puzzleteil einfach, was sich dann Puzzle für Puzzleteil zusammensetzt und irgendwann das große Bild ergibt, ja, was man sich vorher vorgestellt hat. Da reicht das Talent alleine dann einfach nicht aus. Die körperliche Fitness ist für mich ganz entscheidend, weil wenn ich auf den Platz gehe und ich muss nicht darüber nachdenken, ob ich jetzt die 90 Minuten durchhalte oder nicht, dann kann ich viel befreiter Fußball spielen einfach. So, und wenn ich vorher einfach schon konsequent daran arbeite, körperliche Fitness zu haben, einfach mich agiler auf dem Platz fühle, stabiler, dann habe ich natürlich auch schon mal einen Vorteil gegenüber meinen Gegenspielerinnen.